Leider nehmen viele Menschen, die sich ein Haustier zulegen, die Verantwortung für die Pflege nicht ernst. Sei es Unwissen, Rücksichtslosigkeit oder pure Absicht. Viele vernachlässigen ihre Tiere. Sie halten sie auf engstem Raum, sperren sie ein, halten sie draußen in der Kälte, säubern und pflegen ihr Fell nicht oder bringen sie nicht zum Tierarzt für Untersuchungen. Es geht sogar so weit, dass sie ihnen nicht genug zu essen oder zu trinken geben oder sie im Extremfall auch aktiv misshandeln. Doch so schrecklich sich das alles anhört, das Erschreckendste an diesen Fällen ist wohl die aktuelle Gesetzeslage. Täter kommen mit milden Strafen davon für Taten, die sprachlos machen. Sie bekommen Geldstrafen für Dinge, für die man keine Worte findet. Denn Tiere werden juristisch immer noch als Sachen angesehen. Dinge, Gegenstände. Tötet also jemand den Hund des Nachbarn, dann beschädigt bzw. zerstört diese Person eine fremde Sache und begeht damit eine Sachbeschädigung gemäß § 303 StGB. Selbst wenn ein Täter angezeigt wird, alles nachgewiesen werden kann und er für schuldig befunden wird, drohen ihm in der Regel kaum schwerwiegende Konsequenzen. Erst Anfang dieses Jahres hat ein Mann für Schlagzeilen gesorgt, der seinen Hund immer wieder in einen reißenden Fluss warf und zuschaute, wie er mit aller Kraft versuchte, wieder aus dem Wasser zu kommen. Er filmte die Tat noch dazu und stellte das Video ins Netz. Die Bilder erspare ich euch, denn es ist wirklich nicht schön anzusehen. Zum Glück überlebte der Hund und der Täter bekam eine Geldstrafe von 1.800 Euro und darüber hinaus ein Verbot, Tiere halten zu dürfen. 1.800 Euro für solch eine grausame Tat? Viele Menschen hätten sich wohl gewünscht, man würde den Mann selbst einmal in einen reißenden Fluss werfen und zusehen, ob er es denn wieder herausschaffen würde. Dass das nicht möglich ist, ist wohl jedem klar. Doch es gibt Menschen auf dieser Erde, die gegen die traurige und vielen unverständliche Gesetzeslage vorgehen und ein Zeichen setzen wollen. Einen von ihnen werde ich dir jetzt vorstellen. Dieser Mann hat aufgrund seiner Art und Weise, wie er mit Fällen von Tierquälerei umgeht, weltweit für Aufsehen gesorgt. Sein Name ist Michael Ciconetti. Er ist ein Mann von 70 Jahren und lebt in Ohio in den USA. Michael ist ein wahrer Tierfreund und das schon von klein auf. Seit er denken kann, hatte er Hunde und hat dementsprechend ein großes Herz für eben diese Vierbeiner, aber selbstverständlich auch für jegliche andere Tiere. Wenn er nicht gerade arbeitet, ist er sicherlich gerade mit seinem Hund im Park unterwegs oder fährt zusammen mit seinem pelzigen Freund in einem Golfwagen umher. Doch was macht diesen Mann nun so besonders? Außer, dass er manchmal mit seinem Hund in einem Golfwagen durch die Gegend fährt. Nun, Michael Ciconetti ist Richter in Painesville in dem Landkreis Lane County, Ohio. Er ist dafür bekannt, anders als viele seiner Kollegen, besonders drastisch gegen Tierquäler und rücksichtslose Hunde oder Katzenbesitzer vorzugehen. Er gibt den Menschen eine Kostprobe von dem, was sie täglich ihren Tieren angetan haben. Michaels kreativen Strafen können selbstverständlich nicht grausam oder abartig sein. Schließlich ist er ein Mann des Gesetzes. Wenn du also denkst, dass er jemanden an eine Eisenkette binden lässt oder ihn zwingt, abgelaufenes Hundefutter zu essen, muss ich dich leider enttäuschen, auch wenn sie es vielleicht verdient hätten. Aber das ist nicht Michaels Art. Dennoch sind seine Strafen ziemlich einzigartig und passen perfekt zu den jeweiligen Taten, die begangen wurden. Sie sind äußerst ungewöhnlich, aber werden von vielen Tierfreunden begrüßt und wertgeschätzt. So wurde beispielsweise eine Frau vor den Richter gebracht, nachdem ihr Hund in völligem Schmutz gelebt hatte. Sie pflegte ihn nicht, ging nicht mit ihm spazieren und so vegetierte er umgeben von seinen Ausscheidungen vor sich hin. In Abscheu vor den Umständen, in denen die Frau ihr Haustier zu leben gezwungen hatte, beschloss der Richter Michael, sie selbst erleben zu lassen, wie es wäre, in solch einem undenkbaren Zustand zu leben. Ich möchte, dass sie zur Mülldeponie des Bezirks gehen und ich möchte, dass sie zu dem stinkersten, ekelhaftesten und grässlichsten Geruchsort geführt werden, den sie nur finden können und ich möchte, dass sie morgen 8 Stunden lang dort sitzen und darüber nachdenken, was sie ihrem Hund angetan haben, während sie diesen Gestank riechen. Wenn sie kotzen, dann kotzen sie. In einem anderen Fall nahm eine Frau 35 Kätzchen auf und ließ sie im Wald zurück, wo sie sich selbst versorgen mussten. Der Richter Michael zeigte sich geschockt über diese rücksichtslose Tat. Daraufhin hatte sie nicht nur für eine Gefängnisstrafe verurteilt, sondern ordnete darüber hinaus an, sie eine Nacht lang alleine in der Kälte verbringen zu lassen. Wie würde es ihnen gefallen, spät nachts in einem U-Bahn-Bahnhof abgesetzt zu werden, die Nacht damit zu verbringen, den Kojoten zu lauschen, in der dunklen Nacht den Waschbären um sich herum zu hören und dort draußen in der Kälte zu sitzen, ohne zu wissen, wo sie ihre nächste Mahlzeit bekommen, ohne zu wissen, wann sie gerettet werden? Richter Michael erlässt diese Urteile nicht einfach, weil es sich um einen Fall von Auge-um-Auge-Gerechtigkeit handelt. Er hofft aufrichtig, dass diese ungewöhnlichen Strafen nicht nur den Personen, die ihre Haustiere missbraucht haben, die Augen öffnen, sondern auch anderen, die davon erfahren.
Er bemerkte, dass viele Personen Wiederholungstäter waren und wollte, dass sie wirklich verstehen, was sie falsch gemacht haben. Seitdem sich sein einzigartiger Ansatz zur Gerechtigkeit für Tiere herumgesprochen hat, hoffte Richter Michael, dass immer mehr Menschen erkennen, dass Vernachlässigung und Missbrauch von Tieren ein Verbrechen ist. Ein schweres Verbrechen. Und dass alle Lebewesen mit Respekt behandelt werden sollten. Denn niemand hat es verdient, wie Dreck behandelt zu werden. Weder Mensch noch Tier. Findest du den Ansatz von Richter Michael Ciconetti richtig oder siehst du ihn vielleicht kritisch? Lass uns gerne darüber in den Kommentaren diskutieren. Gib dem Video außerdem einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos den Kanal, um mich zu unterstützen. Vielen Dank.